Inzwischen ist Kayla mit dem Hubschrauber im Anflug auf das Hauptgebäude. Ich bin in der Luft, Treffpunkt im Zentrum. Nein, warten Sie, hey! Sie dürfen auf keinen Fall hier landen! Geht nicht anders, im Tal ist es zu gefährlich! Nein, Sie sind nicht mehr im Tal! Ramsay meint die Dinosaurier, die alle im Innenhof des Hauptgebäudes evakuiert wurden. Kayla muss zwischen ihnen landen, denn außerhalb des Sicherheitsbereichs wüten die Flammen. Doch nicht nur die Pflanzenfresser wurden hierher evakuiert. Der T-Rex umkreist Kaylas Hubschrauber und bleibt zwischen ihr und den Freunden stehen. Doch dann taucht der Giganotosaurus auf. Die beiden Spitzenprädatoren nehmen sich gegenseitig ins Visier und greifen sich an. Grant und die anderen nutzen die Chance und laufen zum Hubschrauber. Hey, komm jetzt! Los! Komm schon! Ungeduldig wartet Kayla im Hubschrauber, während die anderen den kämpfenden Giganten wie gejagte Hasen ausweichen müssen. Plötzlich rammt der Giganotosaurus seinen Gegner mit voller Wucht und setzt den T-Rex außer Gefecht. Dann wird er auf Ellie aufmerksam und greift sie an. Ellie, nein! Kayla feuert eine Signalpistole ab. Für einen Moment ist der Tyrannosaurus abgelenkt. Doch jetzt kommt der Giganotosaurus dazu. Während die Giganten gegeneinander kämpfen, erreichen Ellie und die anderen endlich den Hubschrauber. Lauf, Daisy! Na los! Ramsay, los, alle rein da! Schnell rein da! Komm schon! Jeder hält sich an irgendwem fest. Der Hubschrauber hebt ab, während auf dem Kampfplatz unter ihm der T-Rex wieder wach wird. Mit seinem Maul packt er den Giganotosaurus am Hals und rammt ihn in die langen, spitzen Klauen des Tyrannosaurus. Tödlich verletzt bricht der Riese zusammen. Und der T-Rex triumphiert.